Technologie, das ist ein Warten von Autobereiter. Oder Motorrad. Cut. Nochmal. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Heute möchte ich euch zeigen, was ich so an dekorativer Kosmetik mit in den Urlaub genommen habe. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich befinde mich gerade in Kroatien, in Brela, und ich habe nicht viel an Kosmetik mitgebracht, weil ich finde, im Urlaub muss man sich nicht viel schminken. Man ist sonnengebräunt, und warum das verdecken? Ich denke, man bekommt dann eine gesunde Hautfarbe. Und trotzdem habe ich ein paar Dinge mitgenommen, die das also ein bisschen hervorheben. Und jetzt legen wir einfach mal los. Als erstes habe ich mitgenommen mein heißgeliebtes Perfect Tone von Reval de Loop. Und zwar kaschiert es einfach die Hautunebenheiten. Es kaschiert, wenn man Pickelchen hat, kaschiert es die Pickelchen. Und es passt sich einfach dem Hautton an. Was ich ganz besonders schön finde bei gebräunter Haut sind schöne, helle, gepflegte Fingernägel. Und aus diesem Grund habe ich mitgenommen das Essie Fiji in der Farbe Fiji. Und ich weiß noch, wie Fiji, ich glaube, vor 3-4 Jahren ständig ausverkauft war, bis Essie dann mal auf die Idee gekommen ist, seine Auflage zu erhöhen. Und das bekommt man jetzt auf jeden Fall viel einfacher. Es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Es betont nochmal die Bräune der Haut, und das sieht einfach wirklich wunderschön aus im Urlaub. Bevor ich jedoch das Fiji auftrage, nehme ich immer diesen Unterlack oder Nagelhärter. Das ist von Nail Repair Microcell 2000, und das ist auch ein ganz toller Nagelhärter. Wer sich zum Beispiel die Fingernägel lang wachsen lassen möchte, der sollte das mal probieren. Bei regelmäßiger Anwendung oder Anwendung nach Anweisung wir wirklich merken, dass die Fingernägel viel, viel stärker werden und nicht mehr so schnell abbrechen. Und das tue ich mir immer unter jedem Nagellack. Und wenn ich dann das Fiji aufgetragen habe, gehe ich dann hin mit dem Essie Good to Go. Das ist ein Überlack, damit das Ganze nochmal geschützt ist. Und ich merke auch, dass die Nagellackfarbe einfach länger auf den Nägeln bleibt. Was ich sehr empfehlen kann im Urlaub, gerade im Urlaub am Wasser, Maybelline das Tattoo Brow in der Farbe Dark Brown, wobei ich hier sagen muss, dass er doch einen Rotstich hat, wie ich finde. Aber als eine gute Alternative ist das Catrice Peel Off Brow Tint. Also das ist quasi eine Farbe, die man sich auf die Augenbrauen aufträgt, und man lässt es dann trocknen, und dann zieht man es ab, und die Farbe bleibt wirklich für, ja, sagen wir mal, 1-2 Tage in den Augenbrauen, auch wenn man ins Meer geht. Das ist übrigens die Farbe Granit. Und wenn man mal abends rausgehen möchte, habe ich mir gedacht, wenn ich mich dann abends ein bisschen aufhübschen möchte und ein bisschen die Augen betonen möchte, dann habe ich zum Beispiel dieses Creme Brûlée mitgenommen. Das ist die Lidschattenfarbe von Wet n Wild. Creme Brûlée, das ist das kaschiert so ein bisschen die Äderchen auf der Haut und ist eine schöne Basis für das Augen-Make-up. Und als nächstes tupfe ich mit dem Color Tattoo so ein bisschen Farbe auf den Augenlidern. Und zwar ist das in der Farbe Pink Gold. Das gibt dann so einen schönen Schimmer auf dem Auge. Und also als Topper. Dann habe ich noch mitgenommen von Ico London Fat Liquid Eyeliner in Black. Das ist ein
sehr schöne Eyeliner, wenn man sich den Eyeliner ein bisschen dicker auftragen möchte. Und zwar hat er eine dicke Spitze und vorne ist er natürlich etwas dünner zugeschnitten, sodass man so ein bisschen variieren kann, ob man jetzt den Lidstrich ganz normal oder kleiner oder schmaler auftragen möchte oder halt etwas dicker haben möchte, so im 60s-Style. Das kann man sich dann mit diesem Liquid Eyeliner sehr gut auf die Augen zaubern. Dann habe ich mitgenommen eine Lippenfarbe von Essence in der Farbe 03 Come Naturally. Das ist eine sehr, sehr natürliche Farbe, wie ich finde. Es ist ein Rosenholz, ein dunkles Rosenholz. Kann ich gar nicht beschreiben. Aber es ist ein sehr natürlicher Ton, der dann den Lippen doch so eine schöne natürliche Farbe gibt. Außerdem habe ich noch mitgenommen ein Augenbrauenpuder von Essence, Little Eyebrow Monster, das war eine LE. Ich benutze immer die dunkelste Farbe für meine Augenbrauen und ich kann damit sehr, sehr gut umgehen mit diesem abgeschrägten Pinsel. Dann trage ich es mir einfach auf, kann mit dem abgeschrägten Pinsel super, super gut nachzeichnen, um einfach die Augenbrauen so ein bisschen auszufüllen oder zu korrigieren, wenn der Catrice Peel-Off Brow Tint einfach nicht ausreicht, sondern wenn man einfach nur so ein bisschen den Rand nachzeichnen möchte. Und zu guter Letzt darf natürlich die Wimperntusche nicht fehlen. Die Wimperntusche nutze ich allerdings nur abends. Tagsüber gar nicht. Wie gesagt, tagsüber schminke ich mich eigentlich nicht, sondern wirklich nur abends, wenn man mal rausgehen möchte. Und ich habe mir als Wimperntusche mitgenommen von Maybelline das The Colossal Volume Express Mascara in 100% Black. Ich komme mit ihr sehr gut klar. Die kann den Wimpern wirklich Volumen zaubern und auch Länge. Und den nutze ich eigentlich fast immer. Also den habe ich auch schon mehrmals nachgekauft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.